Was hat mich geprägt? Welche Menschen haben mich geprägt? Welche Denker, welche Schriften? Und wie sah unser Land aus, als ich aufgewachsen bin? Ende der 60er, in den 70ern, Anfang der 80er. Es ist also ein sehr persönliches Buch. Es liegt mir sehr am Herzen. Ich habe viel Zeit damit verbracht. Ich hoffe, dass Ihnen das Buch auch gefällt. Es heißt Auf der Suche nach dem verlorenen Deutschland, Notizen aus einer anderen Zeit. Die Sippe. Mein kleinwüchsiger Onkel Gustav war damals 79 Jahre alt und eigentlich mein Großonkel. Der würdige und sehr resolute ältere Herr ließ sich jeden Tag als erstes die Zeitung bringen, die er eingehend studierte und dabei das Weltgeschehen kommentierte. Seinen Kaiser-Wilhelm-Bart richtete er sorgfältig mit Binde und Lockennadel. Er, der laufende Meter, der kaum an die Tischkante reichte, war ein Lebenskünstler. Vor dem Ersten Weltkrieg fand Gustav eine Beschäftigung, wie sie damals für kleinwüchsige Menschen wohl häufiger war, als Ansager bei einer fahrenden Varieté- und Zirkustruppe. Den Job hat er mit Bravour und wohl auch gerne gemacht. Vor dem Ersten Weltkrieg war er mit seiner Truppe über den Balkan bis zum Bosporus gezogen. Weit herumgekommen hatte er immer eine unterhaltsame Erzählung parat. Von einem Tal des Todes in Serbien oder davon, wie sie am Aschermittwoch in Köln die Portemonnaies auswuschen, weil nichts mehr drin war. Auch stand Gustav mitten im Leben seiner Dorfgemeinschaft. War Dorftanz, dann ließ er sich einfach von einer Dame schnappen und genoss in, oder besser auf ihren Armen, einen Walzer oder was auch immer die Kapelle zum Besten gab. In der Familie erzählte man sich die Geschichte vom Zirkusdirektor, für den mein Opa in den 20er Jahren auf Bitten seines Zwillingsbruders über eine Summe von 3000 Mark gebürgt hatte. Es kam, wie es kommen musste, der Zirkus ging pleite, die Bürgschaft wurde eingefordert. 10 Jahre lang ging es der Familie finanziell sehr schlecht. Dennoch hielt sie zusammen. Gustav wohnte bei der Familie seines Zwillingsbruders in einem Dorf nahe Neustadt bei Oberschlesien. Etwas Gutes kam doch von dieser Episode. Ich habe ihr mein Lieblingsessen zu verdanken. Wenn es oben bei Tante und Onkel Essen gab, hieß es Asakuma. An besonderen Tagen gab es Knoblauchsuppe. Brotsuppe mit heißem Speck, geriebenem Knoblauch, Pfeffer und Salz. Nie habe ich ein Essen mehr gemocht. Das dampfende Wasser über Knoblauch und Brot gießen, mit Pfeffer und Salz würzen, den zischenden Speck hinein. Dazu Pellkartoffeln. Nur 2 Gerichte meiner schwäbischen Stiefgroßmutter vom Bodensee reichten da heran. Die sauren Bohnen und die Dampfnudeln.